Der Park hier ist riesig groß. Also am besten empfehle ich euch, dass ihr morgens kommt. Dann sind auch nicht so viele Leute, glaube ich, da. Weil jetzt zu der Zeit, wo wir jetzt hier sind, wir sind, glaube ich, um 10 Uhr gekommen. Und es kommen immer mehr Leute. Also ich empfehle euch, je früher, desto besser. Denn der Blumenpark hat auch schon nach 7 Uhr morgens auf. So, jetzt sind wir hier. Und was ich noch dazu sagen wollte, Muang Malika ist eine Altstadt, die nachgemacht wurde von dem König zur Zeit des 5. Königs in Thailand. Und hier befinden wir uns jetzt in einem Haus der reichen Leute zu der Zeit. Schönen guten Morgen aus Ganchanaburi. Ja, dann hatten wir auch gestern nachgeschaut und geplant, dass wir heute den Mappelgarten besuchen. Ist so eine Art Blumengarten, der nur von Ende Dezember bis Mitte Januar öffnet. Ja, und danach, dass wir danach zum Muang Malika gehen, das ist so eine nachgemachte thailändische Altstadt. Und am Ende die Dead Railway Station besuchen, ja, weil die am weitesten ist. Unser erster Platz, wo wir hinfahren, der Mappelgarten, brauchen wir 21 Kilometer von unserem Resort aus, sind jetzt schon eine Weile gefahren. Wir brauchen jetzt ungefähr noch 5 Kilometer, ist nicht mehr so weit. Und danach, von da aus bis zur Muang Malika wird auch nicht mehr so weit sein, werde ich euch dann noch mal zeigen, wie viele Kilometer wir von dort aus brauchen. Okay, dann sehen wir uns beim Mappelgarten. Station, man kann sich Blumen kaufen. Zweite, man muss sich die Eintrittskarten kaufen, für den Garten zu besuchen. Ah, und man kann auch die Lam Yai-Frucht, also die Longan-Frucht, den Garten besuchen und so viel essen, wie man will. Hey, cool. Dann gehen wir uns erstmal die Eintrittskarten kaufen. Manni, guck dir mal hier das Gemüse an. Hier sind die Kürbisse. Und das hier ist auch noch mal eine Art Kürbis, aber die ist innen drin so klar. Und tun die Thailänder meist in solche klaren Suppen rein. Korn, also Mais. Sie sind ja größer als 2-3 Köpfe. Also. So Leute, jetzt sind wir hier im Blumengarten angekommen. Das ist echt riesig. Guck mal rundum. Echt schöne Blumen. Lila, pink, rot, gelb, grün. Ja, und es gibt echt reichlich viele Spots, wo man Bilder machen kann. Mal schauen, wenn wir hier mal durch den Blumengarten gehen und ein paar Fotos machen. Also Blumenliebhaber dürfen diesen Ort echt nicht verpassen, den Maple Garden, wenn ihr in Kanchanaburi seid. Nachdem wir schöne viele Bilder aufgenommen haben, auch haben wir natürlich jetzt richtig Durst, da es draußen total heiß ist. Und schauen jetzt mal, dass wir was zu trinken uns kaufen. Okay, hier haben sie frischen Sugarcane-Saft und Kokosnuss. Werden wir wahrscheinlich jetzt was trinken und danach werden wir wahrscheinlich weiter zum Malika-Land, also zum nachgemachten Altstadt fahren, die wahrscheinlich jetzt, glaube ich, über 10 Kilometer nur von hier entfernt ist. Und die Leute sprechen ja mit uns auf Altai. Also, und hier sehen wir, dass man sich auch nachher den Anzug also mieten kann. Und man sieht, dass alle Leute sich die Anzüge gemietet haben und dass die Bilder dann, glaube ich, auch schöner aussehen, wie man die Bilder auch natürlich mit der Altstadt auch hier machen kann. Okay, dann holen wir uns erstmal die Tickets. Wenn wir uns so anziehen,
Ich habe Rot und mehr Blau genommen. So, dann werden wir uns jetzt erstmal von normalem Shirt hier und Hose in einen Tasser umziehen. So, bevor wir reinkommen, da wir ja das Ticket gekauft haben mit diesem Kart, werden wir jetzt fahren, müssen nicht alleine laufen. Und ich habe mich auch schon fertig umgezogen, schau mal. Sieht jetzt wahrscheinlich aus wie 100% Zeit. Aber was ich euch noch sagen muss, wer hier hinkommt, zieht bitte keine scheiß Turnschuhe an. Also ich habe totalen Fehler gemacht, da ich mir Turnschuhe angezogen habe. Denn das passt überhaupt nicht zu der Kleidung, die wir jetzt angezogen haben. Also die Teilkleidung hier. Also bitte am besten Schlappen, wenn ihr passt besser zu. Sind auch einfacher auszuziehen, wenn ihr Bilder machen wollt. Aber egal, nächstes Mal. So. Ja, die Fahrt war natürlich nur jetzt bis zum Eingang und jetzt sollen wir erstmal durch die Küche fahren, durch die Küche laufen, bevor wir uns dann die nachgemachten Häuser anschauen. Okay. Ah, da so sieht es aus, wie man früher Reis gekocht hat. Mal schauen. Früher gab es natürlich kein Gas, wurde alles nur mit Feuer. Und hier ist die Küche, wo das Essen zubereitet wird. So wird hier der Reis gestampft, um die Schale vom Reis abzubekommen. Gezupft aus dem Reis, nachdem der da drüben gestampft wird. Echt geil! Or they just only let the skin come out from here. So the rice will be left in here. Nachdem es den Stampfer gab, haben die Leute nämlich so eine Drehmaschine entfunden, der den Reis noch nicht kaputt macht, um die Schale für den Reis zu entfernen. Hey, geil! Das sind die zweite Generation gewesen. Vor den Maschinen. Dann hier nochmal die restlichen Schalen rausnehmen. Und hier ist dann der Fertigreis. Ist eine Altstadt, die nachgemacht wurde von dem König zur Zeit des 5. Königs in Thailand. Und hier befinden wir uns jetzt in einem Haus der reichen Leute zu der Zeit. Wir haben alle schöne Sachen dazu der Zeit nutzen konnten. Ne? War schon gut, wenn man in einer reichen Familie geboren ist. Und zu der Zeit des 5. Königs wurde auch abgeschafft, Sklaven zu nutzen. Kann man echt schöne Bilder hier machen. Okay, hier ist jetzt das Wohnzimmer zu der Zeit. Oh, und hier ist das Schlafzimmer. Schränke. Hier sind die, ist das Puder, was man früher genutzt hat. Hier Parfum. Da hinter mir wird wahrscheinlich ein Markt sein oder keine Ahnung. Hey, die Katze läuft mir noch nach. Hier ist eine schöne Brücke. Altstadt, Restaurant. Also die haben hier alles dekoriert wie zur Zeit des Königs, dem 5. in Thailand. Also in wie vielten Jahrhundert das ist, habe ich leider keine Ahnung. Müsst ihr leider selber nachschauen, weil ich nicht die Leseratte bin und erstmal alles nachschaue. Ich habe erst alles hier gelesen, wo ich hier angekommen bin. Deswegen, bevor er kommt, also lest besser selber.
warum, wie und warum das hier entstanden ist und wie Leute zu der Zeit lebten, habe ich leider keine Ahnung. Ich bin hier nur, um Bilder zu machen und Video zu aufzunehmen, ja. Und ja, wir haben hier Getränke bestellt und mal schauen, ob wir was zu essen bestellen, keine Ahnung. Hier sind unsere Geldmünzen. Früher gab es keine Geldscheine, sondern nur Münzen. Und das hier sind 100 Baht. Das Lustige ist, die Leute, die reden hier so auf dem alten Thai. Also die Leute sagen, doha, doha. Ist nicht wie zur heutigen Zeit, wie wir Pi oder Nong gegeneinander sagen, wie ein Familienmitglied, wenn man jemanden ruft. Also zu der Zeit war das ja auch kurz nach der Sklavenzeit wahrscheinlich. Bauen. Man zu jedem, der mehr Geld hatte oder eine hohe Position hatte in der Arbeit, mussten dann die Leute, die weniger haben, doch hart zu den Leuten sagen. Und da drüben ist ein Schwan, ein schwarzer Schwan, Leute. Und der Arme ist ganz einzig, allein und einsam. Und hier unten sind sogar Fische neben See hier. Werden wir erstmal was trinken, was essen und dann weitergehen. Das ist unser Pad Thai. Lecker. Und ja. Und der Löffel ist auch so wie aus der früher aus der alten Zeit. Und auch Allzeit-Teller. Und wie schmeckt's? Lecker. Lecker. Okay, also lecker. Dann essen wir jetzt erstmal. Also die Aussicht hier oben ist es wert, hier hochzukommen. Wow! Ah, da drüben ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Und wir haben uns da so rumgefahren. Also es ist leider nicht mehr so viel übrig zu besuchen. Zu besichtigen, Entschuldigung. Glaube ich noch Chinatown, also in Teil Yan Yawalan. Und hier ist, wo wir eben essen waren. Und den reichen Leuten hier raus. Und auch die Küche, wo wir alles besuchen. Ja, dann haben wir hauptsächlich schon alles besucht, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir leider wieder runtergehen, denn mein Freund hat Höhenangst. Guck mal, der ist schon wieder da irgendwie hoch. Okay, dann gehen wir mal runter. Chinatown. Schön mit den Schirmen hier aufgebaut. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir in Yan Yao Rat oder Chinatown. Mit dem Schirm hier aufgebaut. Das ist ja die Brücke, die durch die Japaner damals gebaut wurden für den Krieg. Langsam dunkeln, dann wird es natürlich auch ein bisschen gruselig.